eine solche alternative ökonomische Bewegung zu unterstützen und da mitzuarbeiten. Das ist auch konstruktiv und durchaus aber auch mit Werf konstruktiv in die Richtung eines neuen Paradigmas geht. Heute wollen wir in der Tat über den Arbeitsmarkt sprechen. Und ich glaube, der Arbeitsmarkt ist in der Tat das Zentrale oder ist das Gebiet, wo die Neoklassik am stärksten und am klarsten versagt. Wir reden ja heute sehr gern, und ich rede auch sehr viel darüber, Finanzmärkte, über das Versagen der Finanzmärkte. Aber ich glaube, noch tiefer im Kern muss die Kritik ansetzen am Arbeitsmarkt. Wir haben ja das Phänomen, dass die Neoklassik über 20, 30 Jahre jetzt makroökonomische Fragen vollkommen ausgeblendet hat und über die Mikrofundierung, die Microfoundations der Ökonomie versucht hat, ein Gesamtbild, ein Gesamtmodell, ein Standardmodell zu entwickeln für ökonomische Fragen. Und dieses Standardmodell ist eben in bestimmten Zusammenhängen, sieht bestimmte Zusammenhänge überhaupt nicht und ist in anderen, beschreibt es die Zusammenhänge vollkommen falsch. Das betrifft aber eben nicht nur und nicht mal in erster Linie die Effizienz der Finanzmärkte, das ist auch ein ganz zentrales und sicherlich kein zu vernachlässigendes Thema. Aber ich möchte heute versuchen zu zeigen, dass es am Arbeitsmarkt noch viel klarer ein Versagen der Neoklassik gibt und dieses Versagen herausgearbeitet werden muss. Und da möchte ich insbesondere die jungen Leute auffordern, sich daran zu beteiligen, die Fehler, die die Neoklassik gerade am Arbeitsmarkt macht, herauszuarbeiten. Wir haben das jetzt in UNCTAD in Genf gerade wieder in einem neuen Trade and Development Report beschrieben. Der kommt übermorgen, wird der offiziell veröffentlicht. Morgen ist die Pressekonferenz, deswegen muss ich auch gleich wieder weg, morgen früh. Aber da haben wir nochmal versucht zu zeigen, dass der Arbeitsmarkt eben nicht funktioniert wie ein normaler Markt und wir deswegen völlig andere Regeln brauchen, um mit dem Arbeitsmarkt umzugehen. Und wenn wir da sind, wenn wir genau an dem Punkt sind, wo wir das verstehen, dass der Arbeitsmarkt anders funktioniert, als die Neoklassik es sich unterstellt, also die Neoklassik es unterstellt, also anders als ein normaler von Angebot und Nachfrage mit normalen Elastizitäten bestimmter Markt, dann können wir andere Probleme auch lösen. Dann können wir zum Beispiel, und darauf werde ich am Ende ein bisschen eingehen, das Problem der Eurozone lösen. Vielleicht können wir mal das erste Schaubild anschauen, das aus diesem Report ist, der jetzt, wie gesagt, übermorgen erscheint. Ein ganz einfaches Schaubild. Wir haben es schon öfter verwendet. Wir haben es auch für viele Länder gemacht. Wir haben es ökonometrisch vor- und zurückgetestet. Es ist ein vollkommen simpler Zusammenhang. Der Zusammenhang zwischen Wachstum und Beschäftigung. Wenn ich Wachstum sage, weiß ich, werden einige schon wieder ganz kritisch. Lassen wir diese Diskussion mal für einen Moment beiseite. Die Wachstumsdiskussion als solche, die können wir auch gerne führen. Die muss man auch führen, das ist gar keine Frage. Und wir sollten das vielleicht in der Question and Answer Session am Ende machen. Ich werde mich jetzt erstmal ganz naiv wieder auf das Wachstum sozusagen stürzen, selbst wenn man es nicht liebt. Aber wir unterstellen mal, es sei das richtige Wachstum und kein falsches Wachstum für den Moment. Was finden wir, wenn wir alle Industrieländer der Welt betrachten, die wichtigsten Industrieländer der Welt über die letzten, wie viele Jahre sind es, von 1971 bis heute, 40 Jahre, dann finden wir ganz klar einen extrem engen Zusammenhang zwischen Beschäftigung und Wachstum. Das ist extrem wichtig. Warum ist das so wichtig? Nun, weil es schon zeigt, dass der neoklassische, der einfache neoklassische Satz, den man sozusagen in jedem Lehrbuch findet, der da heißt, du kannst Vollbeschäftigung haben bei jedem Wachstum, schon mal nicht gelten kann. Wenn der Zusammenhang so ist, dass ein Zusammenbruch des Wachstums auch immer ein Zusammenbruch der Beschäftigung nach sich zieht, dann müssten ja unglaublich starke korrigierende Mechanismen da sein, die dafür sorgen, dass aus dem Zusammenbruch des Wachstums kein Zusammenbruch der Beschäftigung wird, wenn die Flexibilität der Märkte, des Arbeitsmarktes das überhaupt erbringen könnte. Wir würden aber schon mal konstatieren, dass es in praktisch keinem großen Industrieland der Welt diese Flexibilität, die nötig wäre, wenn es denn funktionieren würde, ich muss das den Konjunktiv sehr stark herausstellen, wenn es denn funktionieren würde, hätten wir in keinem Industrieland der Welt diese Flexibilität, denn dieser Zusammenhang gilt nicht nur für die Industrieländer zusammen, sondern gilt für jedes Land im Einzelnen. Alle die drei Zusammenhänge, die ich hier zeige,
haben wir nur aus Einfachheitsgründen zusammengefasst. Man kann sie für jedes einzelne Land genauso zeigen. Also es gibt kein Land, wo die Flexibilität des Arbeitsmarktes so groß wäre, auch nicht die USA und die anderen berühmten flexiblen Länder, wo die Flexibilität des Arbeitsmarkts so groß wäre, dass ein Einbruch der Wirtschaft, die Flexibilität des Arbeitsmarkts verhindern würde, dass es zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt. Das gibt es nicht. Und das hat bestimmte Gründe. Aber lass uns zunächst bei diesem Zusammenhang noch einen kleinen Moment verweilen. Dieser Zusammenhang heißt im Grunde, wenn ich einen Anstieg des Wachstums, der Einkommensentwicklung habe, dann entsteht auch Beschäftigung. Positives Wachstum führt zu mehr Beschäftigung. Umgekehrt, wenn ich einen Einbruch des Wachstums habe, dann führt der Einbruch des Wachstums immer auch zu einem Rückgang der Beschäftigung und in der Regel zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das bedeutet natürlich, dass ich dann Wachstum und was danach? Was sind die Mechanismen, die dann die Beschäftigung bestimmen, dass ich die mir für einen Augenblick anschauen kann? Nun sagt man, entscheidend ist natürlich im Verhältnis Arbeit und Kapital die Investitionen. Da schauen wir das nächste Bild noch an. Also haben wir gesagt, muss man anschauen, wie ist das Verhältnis von Investitionen und Beschäftigung. Es müsste ja, wenn es eine starke, flexible Arbeitsmarktreaktion gäbe, müsste der Arbeitsmarkt ja so stark reagieren, dass, wie gesagt, der Wachstumseinbruch abgefangen wird durch mehr Beschäftigung. Dann müsste ja die Arbeit völlig anders organisiert werden. Es müsste dann die Produktionsstruktur geändert werden. Es müsste dann arbeitsintensiv produziert werden. Und wir müssten sehen, dass in diesem Einbruch der Beschäftigung die Investitionstätigkeit sich gegenläufig verhält. Denn Arbeit kann ja dann nur mehr eingesetzt werden, wenn Arbeit durch Kapital substituiert wird. Und wenn Arbeit durch Kapital substituiert wird, dann bedeutet das im Aufschwung, wenn die Löhne steigen, natürlich, dass mehr in Kapital investiert wird und am Ende weniger in Arbeit. Und umgekehrt im Abschwung müsste mehr in Kapital investiert werden und weniger in Arbeit. Wenn Arbeit also zu teuer geworden ist, wenn Arbeit dem Produktionsprozess herausfällt, dann muss der Unternehmer in Kapital gehen und die Arbeit durch Kapital substituieren und dann würden wir einen Prozess bekommen, bei dem in der Regel Investitionen und Arbeit jedenfalls über längere Zeiträume, aber auch im konjunkturellen Ablauf gegenläufig sich entwickeln. Was wir sehen wiederum für alle Industrieländer ist, es stimmt nicht. Man kann es, wie gesagt, ökonometrisch testen, man findet sogar eine klare Kausalität, also ein Vorlauf der Investitionen wie beim Wachstum auch. Und man sieht, beide laufen vollkommen parallel. Wachstum und Investitionen und Beschäftigung laufen vollkommen parallel. Es läuft Wachstum parallel zu den Investitionen und Investitionen laufen parallel zur Beschäftigung. Das lässt nur eine einzige Deutung zu, nur eine einzige Deutung. Nämlich, dass Wachstum, Investitionen und Beschäftigung einander bedingen. Die drei sind ein Komplex. Und über welchen Mechanismus werden die zu einem Komplex? Das ist, glaube ich, die Kernfrage, die man verstehen muss, wenn man die Zusammenhänge wirklich nachvollziehen will und umfassend analysieren will. Und dieser Komplex ist ganz einfach. Dieser Komplex ist natürlich relativ einfach, wenn man keine neoklassischen Scheuklappen anhabt, wenn man normale, sagen wir, relativ neutrale oder auch anders theoretisch gebildete Augen hat, sieht man diesen Zusammenhang natürlich. Dieser Zusammenhang heißt ganz einfach, ich habe Wachstum, ich habe eine gute Zeiten, ich habe in diesen guten Zeiten habe ich mehr Investitionen. Warum habe ich mehr Investitionen? Aber mehr Investitionen habe ich nicht, weil Arbeit durch Kapital substituiert wird, sondern ich habe mehr Investitionen, weil mehr Nachfrage im Markt ist. Ich habe mehr Investitionen, weil ich mehr Konsum habe. Mehr Konsum habe ich, weil ich mehr Arbeiter beschäftige oder mehr Löhne bezahle. Und dieser Zusammenhang ist vollkommen klar empirisch zu finden. Und umgekehrt, wenn wir einen Einbruch der Wirtschaftstätigkeit haben, dann habe ich einen Einbruch des Wachstums, weil ich einen Einbruch der Investitionen habe. Ich habe aber einen Einbruch der Investitionen, weil ich einen Einbruch der
des Konsums habe und ich habe einen Einbruch des Konsums, weil ich wiederum einen Einbruch der Beschäftigung und der Löhne habe. Und in diesem Komplex kann ich eben nicht die Löhne herauslösen und sagen, wenn jetzt aber die Löhne sinken, dann schafft es ein Gegengewicht gegen diesen Ablauf, den ich für alle Industrieländer finde. Denn was bedeutet die Senkung der Löhne? Und da muss man eben sich vollkommen lösen von dem normalen Arbeitsmarkt, von dem Kreuz des Südens am Arbeitsmarkt, nämlich Angebot und Nachfrage. Wenn man damit mit diesem Vorurteil schon hineingeht, wenn man schon Modelle bastelt, das gilt auch für Keynesianer zum Teil, bei denen der Arbeitsmarkt immer von vornherein determiniert ist durch den Reallohn und normale Elastizitäten von Angebot und Nachfrage, dann kann ich sofort aufgeben, dann komme ich nie zu einer alternativen Erklärung. Der entscheidende Punkt ist die Sequenz des Ablaufs der Dinge. Die Sequenz des Ablaufs, das ist auch ganz normal, wenn man unter einem sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkt an die Dinge herangeht, würde man sowieso immer fragen, ja, was passiert jetzt eigentlich? Was passiert, nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir Spanien oder Griechenland oder wen auch immer. Was passiert in diesen Ländern, wenn jetzt in Reaktion auf eine schlechte Wirtschaftsentwicklung oder warum auch immer die Löhne gesenkt werden? Was ist dann der Ablauf? Was passiert? Kann ich dann von vornherein sagen, wenn die Löhne gesenkt werden, jawohl, dann wird früher oder später die Arbeitslosigkeit sinken. Dann schaffen sie es. Aber wie komme ich von den sinkenden Löhnen über das Wachstum und die Investitionen zu steigendem oder über den Konsum und die Investitionen zu steigendem Wachstum? Nun, das ist unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Wenn man sich die Sequenz vorstellt, wenn wir uns vorstellen, dass man jetzt eine Lohnsenkung macht in einem Land, wie das gerade wieder für Portugal beschlossen wurde, man senkt die Löhne für alle privaten und öffentlichen Bediensteten um 7%. Was ist das Erste, was passiert in diesem Ablauf der Dinge? Nun, das Erste, was passiert, ist natürlich, dass jeder normale Haushalt, der bedroht ist mit einer Senkung seiner Einkommen um 7%, schon morgen in Antizipation dessen, was auf ihn zukommt, seine Konsumausgaben senkt. Es muss nicht mal eintreten, es muss nur angekündigt werden, das reicht schon. Er senkt als Erstes seine Konsumausgaben. Damit sinkt aber die Kapazitätsauslastung der Unternehmen. Damit hat sich aber dann in dem Augenblick schon hat sich das Kalkül der Unternehmen, die vielleicht neoklassisch denken würden, oh, wenn die Löhne sinken, ist ja gut, dann kann ich mehr produzieren und dann kann ich mehr absetzen, hat sich dieses Kalkül schon in nichts aufgelöst. Genau in dem Augenblick, wo durch die Lohnsenkung und eine Konsumsenkung erfolgt, gibt es dieses Kalkül nicht mehr. Dann gibt es auch den gesamten Substitutionsprozess nicht mehr. Weil der Substitutionsprozess ja auch unter der Voraussetzung abläuft, dass sich am Endergebnis nichts ändert, weil das Wachstum ist ja gegeben, das wissen wir alle, das Wachstum fällt vom Himmel und ist jederzeit gegeben. Und dann kann ich natürlich substituieren, was ich will. Aber wenn ich diese Annahme aussetze mal für einen Moment, wenn ich sage, das Wachstum ist eben nicht gegeben und wie könnte man anders erklären, das, was in Südeuropa jetzt passiert, dass das Wachstum nicht gegeben ist, wenn nichts gegeben ist, dann habe ich genau den Prozess, dann muss ich den Prozess untersuchen und dann finde ich heraus, dass die Senkung der Löhne in diesem Prozess eine Wachstumsverlangsamung bedeutet. Der sinkende Konsum verlangsamt die Investitionen, die sinkenden Investitionen verlangsamen das Wachstum noch einmal. Und was steht am Ende? Sinkende Löhne und sinkende Beschäftigung. Sinkende Löhne und sinkende Beschäftigung. Und da ist genau der Punkt, an dem man ansetzen muss. Da muss man sagen, guck, und hier funktioniert die Neoklassik überhaupt nicht. Es hat nichts mit dem neoklassischen Ablauf zu tun. Was ich habe, ist sinkende Löhne, sinkender Konsum, sinkende Investitionen und sinkendes Wachstum und daraus sinkende Beschäftigung und steigende Arbeitslosigkeit. Sinkende Löhne und steigende Arbeitslosigkeit. Und wenn man ein bisschen zurückschaut, wir haben nochmal aus Anlass unseres Trade and Development Reports, der sich überwiegend mit Inequality beschäftigt, aber Inequality kann man ja nicht analysieren, ohne die Arbeitsmärkte zu analysieren, haben wir nochmal zurückgeschaut. Wenn man zurückschaut auf die, zum Beispiel auf die OECD Job Study von 1994, da hat die OECD ganz klar gesagt, es muss Flexibilität der Arbeitsmärkte bedeutet, die Reallöhne müssen sinken im Abschwung. Und wenn die Reallöhne sinken, dann wird über diesen Prozess der Substitution wird die Beschäftigung steigen und darauf kann dann niemals ein Einbruch erfolgen. Und Sie haben gesagt, und individuell, darauf komme ich später dann noch, individuell
muss der Arbeitsmarkt einfach so flexibel sein, und das ist ja nicht alt, das ist 94 gesagt, aber das ist ja heute gerade wieder aktuell, es wird der Flexibilität der Arbeitsmärkte in Südeuropa massiv gefordert. Individuell haben sie gesagt, es ist ganz einfach, ganz unabhängig von den Skills, von der Ausbildung der Arbeitskräfte, von der Qualifikation der Arbeitskräfte, muss der Arbeitsmarkt so gestaltet sein, dass individuell jeder einzelne Arbeitnehmer sich sofort wieder in den Arbeitsmarkt zurückpreist. Price himself back into the labor market durch Lohnsenkung. Und das ist die einfache Behauptung, die ich heute aufstelle, zerstört die Marktwirtschaft. Wenn wir solche Prozesse haben, wenn wir solche flexiblen Arbeitsmärkte haben, zerstören wir die Marktwirtschaft. Wir bauen sie nicht auf, sondern wir zerstören sie. Und deswegen gehe ich so weit, heute Abend zu sagen, die Neoklassiker sind die Zerstörer der Marktwirtschaft. Der Marktwirtschaft jedenfalls, in der wir leben wollen. Die Marktwirtschaft, die etwas erbringen kann für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, die in der Vergangenheit etwas geleistet hat. Ich bestreite das gar nicht, dass es eine vernünftig funktionierende Marktwirtschaft geben kann. Nur es gibt sie seit 40 Jahren nicht mehr und wir beseitigen sie Schritt für Schritt mehr. Und ich komme gleich noch darauf zurück. Also wir haben diesen Prozess analysiert und wir finden in diesem Prozess, es kann eben kein, über die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte kann kein Impuls gesetzt werden, um die Beschäftigung zu erhöhen, weil die Flexibilisierung selbst bedeutet, der Druck auf den Arbeitsmarkt bedeutet selbst unmittelbar, dass die Beschäftigung weiter sinkt und nicht steigt. Und nun schauen wir uns zum Beispiel den Fall, den wir aktuell haben, vielleicht können wir noch ein Bild weitergehen. Ne, gehen wir noch zwei Bilder weiter, eins noch eins weiter. Den Fall, den wir jetzt auf der Welt haben, mal ganz kurz an. Was ist passiert in den letzten zwei Jahren? Das ist jetzt wieder nicht ein Land, das sind alle Länder, die Industrieländer zusammen, aber wir können es noch einem Beispiel machen. Nehmen wir die USA. Was ist passiert in den USA? Nun, 2008 ist die Arbeitslosigkeit wie in den übrigen Industrieländern in den USA massiv angestiegen. Wir haben jetzt in den Industrieländern die höchste Arbeitslosigkeit wiederum seit 1970, also die höchste nach dem Kriege. Was ist aber passiert bei den Löhnen vorher in dieser gesamten Zeit? Das ist die Lohnquote der Industrieländer. Und man sieht, die Lohnquote der Industrieländer ist die ganze Zeit, seit Mitte der 70er Jahre gesunken. Und zwar vollkommen stetig, abgesehen von den kleinen konjunkturellen Bubbles. Wenn natürlich wie 2008 die Produktivität stark fällt, dann steigt die Lohnquote ganz temporär, aber sie ist jetzt schon wieder am Fallen. Die Lohnquote ist die ganze Zeit gefallen. Das heißt, wir hatten 2008, als dieser Schock kam, als der Schock von der Finanzkrise kam, hatten wir die niedrigste Lohnquote sozusagen aller Zeiten in den Industrieländern nach dem Zweiten Weltkrieg. Und was ist passiert? Nun, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, klar. Aber sie hätte nicht steigen dürfen. Wie kann sie denn steigen? 1970, da konnte man noch sagen, Mitte der 70er Jahre, konnte man noch sagen, oh ja, guck mal, die Löhne sind stark gestiegen, die Lohnquote hat ein extrem hohes Niveau erreicht und deswegen ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Jetzt sind wir genau bei dem umgekehrten Fall. Wir haben in den USA und in anderen Ländern haben wir eine Arbeitslosigkeit, die niemals neoklassisch war, auch niemals neoklassisch werden wird und doch mit neoklassischen Mitteln bekämpft wird. Diese Arbeitslosigkeit hat nichts mit steigenden Löhnen zu tun. Nun hätte jeder gute Neoklassiker vom Verein für Sozialpolitik oder sonst wo, hätte beim Anblick dieses Bildes, nehmen wir die USA als klassischen Fall, wo die Lohnquote gesunken ist die ganzen Jahre, die Arbeitslosigkeit plötzlich auf 8%, 8,5% hochgeschossen ist, hätte jeder sagen müssen, oh Gott, es ist etwas passiert, unser Paradigma ist vollkommen in Frage gestellt. Das ist etwa so, muss man sich vielleicht so vorstellen, wenn die Physiker plötzlich sehen würden, dass die Äpfel nicht von den Bäumen fallen, sondern von den Bäumen steigen. Und dann würden die Physiker sagen, ach ja, guck mal, die Äpfel steigen jetzt von den Bäumen. Machen wir einfach so weiter wie bisher. Machen wir einfach so weiter. Warum sollen wir uns jetzt darum kümmern? Jetzt steigen sie plötzlich. Vorher sind sie gefallen, jetzt steigen sie. Ist doch egal, oder? Wir glauben weiter an die Gravität und an die Schwerkraft und all das. Warum sollen wir jetzt unser Weltbild in Frage stellen? Ja, es ist etwas absolut Fundamentales passiert, eine Widerlegung dieses Paradigmas. Denn das Paradigma hat immer behauptet, die Arbeitslosigkeit kann nur massiv steigen, wenn die Löhne vorher gestiegen sind. Denn auch nur auf dieser Basis kann das Paradigma überhaupt behaupten, dass wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, die Löhne sinken müssen.
Wie kann man denn behaupten, dass wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, obwohl die Löhne vorher nie gestiegen sind, die Löhne jetzt doch sinken müssen? Das genau passiert aber. Und es ist ja auch tatsächlich ein massiver Druck im Markt. Machen wir uns nichts vor, die Arbeitslosigkeit, das Entstehen der Arbeitslosigkeit, aus welchen Gründen auch immer, übt natürlich einen massiven Druck auf die Löhne aus. Und deswegen kommen zum Beispiel die USA nicht aus ihrer Misere heraus. Das gilt übrigens auch für Europa und für Japan schon lange. Darauf komme ich noch, auf Europa komme ich noch. Aber man muss das sehen, in den USA kommen sie nicht aus dieser Stagnation heraus. Sie haben ganz kurz ein Fiskalprogramm gemacht. Das Fiskalprogramm hat das Wachstum ein bisschen angeregt. Und jetzt stehen sie alle da, wie die Kaninchen vor der Schlange, und sagen, warum? Warum geht es jetzt nicht weiter? Was ist denn hier los? Warum konsumieren denn die Leute nicht? Ja, warum konsumieren die Leute nicht? Weil die Leute wissen, dass ihre Einkommen nicht mehr steigen werden, die nächsten 20 Jahre sinken werden. Weil die Einkommen auch tatsächlich sinken, der Masse der Leute. Deswegen konsumieren sie nicht. Ja, was macht jetzt die neoklassische Ökonomie? Ja, sie ist am Ende. Sie hat kein Rezept mehr. Es gibt kein Rezept gegen eine Wirtschaft, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist, obwohl die Löhne niedrig sind, wo die Arbeitslosigkeit hoch bleibt, obwohl die Löhne weiter steigen. Dagegen gibt es einfach kein Rezept. Es gibt keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Denn all die strukturellen Maßnahmen, die jetzt immer hingeschrieben werden, wieder von der OECD und vom IWF und von anderen, die bedeuten ja alle nur Arbeitsmarktflexibilisierung. Das ist das Einzige, was sozusagen im Kern hinter dieser strukturellen, hinter den vielen strukturellen Maßnahmen steht, ist Arbeitsmarktflexibilisierung. Machen wir uns nichts vor. Aber es kann nicht funktionieren. Denn die hohe Arbeitslosigkeit drückt Druck auf die Löhne aus. Die Leute konsumieren sie nicht mehr. Wir müssten jetzt vielleicht eine Bubble schaffen. Wenn wir jetzt eine Bubble schaffen würden, würde es vielleicht gehen. Ne? Wir könnten vielleicht eine Bubble schaffen und über die Bubble könnten wir den Leuten wieder den Eindruck vermitteln, wie 10 Jahre vorher, dass sie reich sind, obwohl sie keine Löhne verdienen. Obwohl die Löhne nicht steigen, sind sie reich, weil die Bubble ja groß ist. Und dann können wir vielleicht wieder 10 Jahre überleben. Ne? Das ist die einzige Möglichkeit. Die Finanzmärkte versuchen es ja auch die ganze Zeit, aber es klappt nicht so ganz. Aber darauf kann ich heute Abend jetzt nicht mehr eingehen. Ja, es gibt keinen Ausweg. Man braucht jetzt ein riesen Finanzprogramm, man braucht jetzt eine riesen Finanzanregung, um diese, ich sage immer, die Diminished Expectations der normalen Bürger zu überwinden. Wir haben massive Diminished Expectations, weil ohnehin die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt so sind, dass die Leute keine Einkommenserwartungen haben, keine positiven Einkommenserwartungen haben. Jetzt ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, jetzt wird es noch schlimmer, es ist noch mehr Druck auf die Löhne. Woher sollen positive Erwartungen kommen? Aber positive Erwartungen sind das Einzige am Ende, was aus dieser Wirtschaft wieder eine wachsende Wirtschaft machen kann. Man mag es lieben oder nicht, aber für den Moment wäre es vielleicht nicht schlecht. Diese Einkommenserwartung verhindert aber der Marktdruck. Und das, liebe Kollegen, müssen wir beginnen zu verstehen und das müssen wir aufarbeiten. Da müssen wir viel härter dran arbeiten. Die Keynesianer haben viel zu leichtfertig in der Vergangenheit normale Arbeitsmarktfunktionen unterstellt. Sie haben auch gerne unterstellt, dass alles so ist wie in der Neoklassik. Ein bisschen anders, vielleicht gibt es noch ein bisschen Menükosten und was weiß ich, Hysteresis und noch so Pipapo-Kleinkram. Das ist falsch. Der Arbeitsmarkt funktioniert ganz fundamental nicht so wie ein Kartoffelmarkt. Ganz fundamental nicht so wie ein Kartoffelmarkt. Sondern er funktioniert genau umgekehrt. Er funktioniert genau umgekehrt. Und das kann man jetzt in dieser Krise lernen, das müssen wir jetzt in dieser Krise lernen, denn wenn wir es jetzt nicht lernen, wann sollen wir es noch lernen? Wir haben keine Chance mehr. Ich habe am Donnerstag eine Veranstaltung in Frankfurt gehabt mit meinem Freund Richard Koo, hat vielleicht der eine oder andere schon von gehört, The Holy Grail of Macroeconomics. Ein sehr guter japanischer Ökonom, der das von der Fiskalseite macht, der sagt ja, wenn ihr jetzt nicht anregt, wenn die Erwartungen diminished sind, wenn die Menschen sparen, weil sie Angst vor der Zukunft haben, wenn die Unternehmen deleveraging, also ihre machen müssen, also ihre Bilanzen in Ordnung bringen müssen, die Unternehmen und die Banken, und der Staat sagt, alle sollen sparen und er spart auch noch, ja, dann bricht die Wirtschaft zusammen, ganz einfach. Es geht einfach nicht auf. Es geht also auch von der Seite dieses, man kann das Macroeconomic Accounting, also makroökonomischen Buchführung her, geht es auch nicht.
Aber noch viel fundamentaler ist dieser Arbeitsmarktstillstand. Der Stillstand der Wirtschaft, den wir über den Arbeitsmarkt, über den flexiblen Arbeitsmarkt produzieren, um es ganz provokant zu sagen. Über die Flexibilität des Arbeitsmarktes haben wir jetzt in den USA Stillstand der Wirtschaft produziert. Und das machen wir jetzt auch in Europa. Europa machen wir es nur ein bisschen verschärft, weil wir sagen ja nicht, die Länder in Südeuropa sollen vielleicht die Löhne nicht weiter steigen. Nein, wir sagen, sie sollen sie massiv senken. Sie sollen sie nicht nur warten, dass der Markt Druck ausübt auf die Löhne, sondern die Löhne sollen gesenkt werden von der Politik. Und die Politik tut es auch. In Griechenland haben sie den Mindestlohn um 20% gesenkt. Und das ist einfach ein starkes Signal für alle Löhne, um 20% zu sinken. Und Griechenland hat es inzwischen geschafft, die Löhne um 20% zu senken. Und jetzt kommen einige und sagen, ja, das ist doch gut. Was will der Flassbeck denn? Der Flassbeck hat doch gesagt, die haben ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Jetzt senken sie die Löhne und da sagt der Flassbeck, das ist ganz schlecht. Nein, es ist Katastrophe, was jetzt passiert. Es ist Katastrophe, was jetzt passiert. Und warum ist es Katastrophe? Nun, weil es so nicht geht. Es geht nicht, weil in einem Land wie Griechenland oder in Spanien oder Italien, wo der Binnenmarkt 75% ausmacht und der Export 25%, wenn ich dort die Löhne um 20% senke, um sie auf das Niveau Deutschlands zu bringen, das ist ja die erklärte Absicht vieler Länder, sie wollen wettbewerbsfähig werden gegenüber Deutschland, dann zerstöre ich meinen Binnenmarkt, bevor ich überhaupt wettbewerbsfähig geworden bin. Wenn der Abstand der Lohnstückkosten zu Deutschland 25-30% beträgt, wie im Fall Südeuropas, und ich senke jetzt die Löhne um 20%, habe ich gegenüber Deutschland noch nichts gewonnen, noch nicht einen Promille Marktanteil gewonnen, weil in Deutschland absolut die Preise immer noch niedriger sind. Aber ich habe meine Binnenwirtschaft zerstört. Und das muss man politisch überleben. Das muss man sich auch politisch vorstellen. Das muss man auch politisch überleben. Wenn ich den Binnenmarkt auf diese Weise zerstöre, muss es ja eine Regierung geben, die das politisch überlebt. Und die gibt es in der Regel nicht. Aber ich komme noch ein bisschen systematischer dazu. Denn dann, jetzt kommt ja das Heldenland. Neben all den schlechten Ländern gibt es ja noch das eine gute Land, das alles richtig gemacht hat. Das müssen wir noch begutachten. Deutschland hat ja alles richtig gemacht, oder? Deutschland hat doch seinen Arbeitsmarkt flexibilisiert und hat auf diese Weise wie Phönix aus der Asche das Wachstumsschlusslicht von 2004, 2005 ist wie Phönix aus der Asche zum Wachstumsführer in Europa geworden. Das ist doch der Gegenbeweis, wird Herr Schröder vielleicht morgen ja sagen, ja, der Gegenveranstaltung. Nein, das ist nicht der Gegenbeweis. Das ist das Gegenteil des Gegenbeweises. In Englisch kann man das immer so schön sagen, in Deutschland haben wir auch den Binnenmarkt zerstört, das haben wir nur nicht gemerkt noch so richtig. Also Domestic Demand ist ein Desaster und ich sage dann in Englisch immer hinterher, und External Demand ist Disaster in the Making, weil wir haben ja unsere Kunden inzwischen zerstört. Wenn ich eine Wirtschaftsstrategie verfolge, bei der nach 10 Jahren meine Kunden am Boden liegen, fragt sich ja, ob das eine erfolgreiche Wirtschaftsstrategie war. Also was ist wirklich passiert in Deutschland? Was ist wirklich passiert in Deutschland? Tatsächlich, man hat den Gürtel enger geschnallt, wir haben die Arbeitsmärkte flexibilisiert, man hat massiven Druck ausgeübt von der Regierung aus, auf die Gewerkschaften die Löhne nicht weiter zu erhöhen. Es gab sogar eine Übereinkunft der Gewerkschaften 1999, ein Bündnis für Arbeit mit der Regierung, in dem gesagt wurde, in dem sogar die Gewerkschaftsspitze zugestanden hat, in Deutschland sollen von nun an die Löhne nicht mehr wie die Produktivität plus Inflationsziel steigen, sondern die Produktivität, hat man gesagt, soll für die Beschäftigung reserviert werden. Man reserviert die Produktivität für die Beschäftigung. Ich sage immer, das ist ungefähr der dümmste Satz, der je in ökonomischen Fragen gesagt wurde, aber er stand in einem Protokoll des Bündnisses für Arbeit 1999. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich in Deutschland die Löhne nicht gestiegen sind. Sie sind viel weniger gestiegen als vorher, ganz klar weniger. Es gibt einen Bruch von 1999 an in der Lohnentwicklung in Deutschland. Die Reallöhne sind praktisch nicht mehr gestiegen seitdem.
und sind damit deutlich hinter der Produktivität zurückgeblieben. Die Produktivität ist weiter mit etwa 1,5% gestiegen. Und man hat auf diese Weise eine Absenkung der Lohnquote, eine deutliche Absenkung der Lohnquote produziert. Der deutsche Arbeitsmarkt ist flexibel geworden. Natürlich dann unterstützt mit weiteren Reformen, Hartz IV und Agenda 2010. So, und was ist passiert? Nun, ich will die Zahlen jetzt nicht im Einzelnen, die Bilder nicht im Einzelnen aufführen. Es ist ganz einfach. Man muss nur den Zusammenhang verstehen. Der deutsche Binnenmarkt ist von dieser Entwicklung genauso getroffen worden wie jeder Binnenmarkt, von dem ich vorhin geredet habe. Wie der amerikanische Binnenmarkt von der Lohnzurückhaltung oder von dem Lohnverzicht oder von dem Druck auf die Löhne jetzt getroffen wird. Wie der europäische Binnenmarkt in den Südländern getroffen wird von Lohnkürzungen. Genauso ist der deutsche Binnenmarkt betroffen worden von der Lohnmoderation. Denn der deutsche Binnenmarkt ist genau seit dieser Zeit flach wie ein Brett. Da tut sich nichts mehr. Der Konsum ist auf dem Niveau von 1998 und auch die Investitionen sind nur in den letzten Jahren ein bisschen mehr gestiegen. Die gesamte Binnennachfrage ist flach wie ein Brett seit dieser Zeit. Und das, liebe Kollegen, das genau ist der Beweis, dass diese Politik schiefgegangen ist. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis, dass die Politik schiefgegangen ist. Denn sie zeigt das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass der neoklassische Nexus über Lohnsenkung wird die Beschäftigung erhöht und betrifft und die Nachfrage wird nicht beeinträchtigt, falsch ist. Ich habe das vor ein paar Jahren 3-4 Mal hin und her mit dem Sachverständigenrat diskutiert. Wir haben es, glaube ich, bis heute noch nicht verstanden. Aber es ist vollkommen eindeutig. Vollkommen eindeutig. Wenn die Löhne nicht steigen und daraufhin die Binnennachfrage nicht steigt, dann ist diese Politik gescheitert. Denn dann zeigt sich genau, dass die Lohnsenkung oder die Lohnmoderation, das Lohnzurückbleiben, nicht ausgeglichen wurde durch ein Mehr von Beschäftigung. Denn wenn es ausgeglichen worden wäre durch ein Mehr von Beschäftigung, hätten wir keinen Rückgang der Binnennachfrage. Dann wäre die Binnennachfrage weiter gestiegen mit der Produktivität. Ganz einfach. Nur man muss sich das immer vor sein geistiges Auge führen. So, und was ist jetzt noch passiert? Jetzt ist aber natürlich noch was passiert in Deutschland. Ja, was ist noch passiert? Das, was jeder vernünftige Mensch unter den Umständen, die geherrscht haben, immer erwarten konnte. Und deswegen, Herr Polkert hat es gesagt, habe ich das 1997 zum ersten Mal vorhergesagt, was passieren wird. Nämlich, dass Deutschland wird die Märkte erobern in Europa. Klar, es war jedem vernünftigen keynesianischen Ökonomen immer klar. Wir haben es im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin vor 30 Jahren schon zum ersten Mal aufgeschrieben. 25. Bin schwarz und alt, aber nicht so alt. Vor 25 Jahren zum ersten Mal aufgeschrieben, nämlich dass dann natürlich, wenn ich keine Reaktion meiner Handelspartner habe, wenn der eine seine Lohnkosten senkt, seine Lohnstückkosten senkt und seine Preise damit senken kann und der andere tut das nicht, was in Europa nicht passiert ist, natürlich wird der eine dann Marktanteile gewinnen. Und wenn dann noch die zweite Reaktion, die man in Marktwirtschaften hat, nämlich die Reaktion des Wechselkurses per Gesetz oder per Währungsunion-Vereinbarung aufgehoben worden ist von vornherein, ja, dann kann es keine Reaktion geben. Oder erst verzögert. Ne? Unter diesen historisch einmaligen Umständen war es Deutschland möglich, massiv Marktanteile zu gewinnen in den letzten 10 Jahren. Und natürlich hat sich das kumuliert, natürlich war das in den ersten Jahren weniger sichtbar, aber wenn ich mal 20% Vorsprung gegenüber meinen wichtigen Konkurrenten wie Frankreich, Italien und Spanien habe, dann geht es natürlich schneller, dann kriege ich einen unglaublichen Schub an Exportzuwachs in ganz kurzer Zeit. Weil es wirkt ja auch nicht nur in Europa, sondern auch auf den Drittmärkten gegenüber den europäischen Partnern. Das ist passiert. Es war Beggar Thy Neighbor. Es war klassische Beggar Thy Neighbor Politik und nichts anderes. Ungefähr 80% in diesem kritischen Zeitraum von 2005 bis heute des deutschen Wachstums ist als positiver Beitrag vom Außenhandelssaldo gekommen, vom Außenbeitrag gekommen. Wenn man 10 Jahre nimmt, sind es immer noch 50% des deutschen Wachstums in den letzten 10 Jahren ist als positiver Beitrag vom Außenbeitrag gekommen. Und das heißt, Logik, dass andere Länder negative Beiträge hatten, denn dieser Beitrag ist immer null, ne?
Es gibt immer noch Leute, die glauben an den positiven Beitrag des internationalen Handels. Das ist aber was ganz anderes, kann ich vielleicht ja nachher noch gerne erklären, für den, der es immer noch nicht glaubt. Das kann man dran glauben, man kann an positive Beiträge des internationalen Handels glauben. Es hat aber nichts damit zu tun, dass der Außenbeitrag, der Saldo zwischen Export und Import für alle Länder dieser Welt Nummer Null ist. Und wenn er Null ist für den einen und der eine hat einen positiven, dann muss ein anderer einen negativen haben. Ganz einfach. Solange wir jedenfalls nicht mit dem Mars und der Venus Handel treiben, ist das so. Und das kann man nicht bestreiten. Niemand kann das bestreiten. Wer das bestreitet, dem kann keiner helfen. Aber man kann es ja diskutieren. Ja, aber das sind so die üblichen Gegenargumente, die man kriegt. Ich habe schon vor 10 Jahren zum ersten Mal sowas geschrieben. Dann schrieben die Kieler Kollegen, ach, der Flassbeck sagt mal wieder mit seiner Saldenmechanik. Ne? Mit seiner Saldenmechanik begreift nicht, dass der Handel ein Positivsummenspiel ist. Ja, der Handel vielleicht, unter günstigen Umständen ist der Handel ein Positivsummenspiel, habe ich nie bestritten. Aber nicht der Saldo. Hm? Der Saldo ist kein Positivsummenspiel, das ist dummes Zeug. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also das ist in Deutschland passiert. Deutschland hat eine extrem schlechte, hat genauso eine schlechte Binnenmarktentwicklung gehabt in Gefolge dieser Arbeitsmarktflexibilisierung wie die anderen Länder. Aber es hat einen unglaublich positiven, hohen Beitrag von außen bekommen. Nur das kann natürlich nicht gut gehen. Wenn der eine immer positive Beiträge hat, die anderen haben immer negative Beiträge, man kann es ja nachrechnen, sieht man, Italien, Spanien, Frankreich waren die Hauptleidtragenden dieser Politik, weil sie hohe negative Beiträge zu ihrem Wachstum hatten. Das kann nicht gut gehen. Und die Schulden der anderen nehmen immer zu. Sie verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, sie verlieren Marktanteile, ihre Schulden nehmen zu und dieses Szenario finden wir dann gut. Ne? Ja klar, im Moment sieht es ja noch gut aus. Das ist so wie der Mann, der aus dem 36. Stock springt. Ne? Und dem, der am 25. aus dem Fenster guckt, zu rufen, bisher ist noch alles gut, ihr Junge. Ja, so ist Deutschland. Und da sind wir jetzt genau, vielleicht schon beim 12. Stock oder so. Denn die anderen sind jetzt pleite. Wir haben unsere Kunden in die Pleite getrieben. Standortwettbewerb, Standortpolitik in Deutschland hieß, wir machen systematisch unsere Kunden kaputt. Und das kann keine vernünftige Politik sein. Kein Land der Welt kann systematisch seine Kunden in die Verschuldung und in die, nicht nur in die Verschuldung, sondern in die Insolvenz früher oder später drängen, ohne dass es selbst auch seine Märkte verliert. Und ohne dass es Gegenreaktionen gibt. Man kann es international anschauen. Wir haben über alle Finanzkrisen dieser Welt in den letzten 20, 30 Jahren Berechnungen gemacht, zeigt sich vollkommen eindeutig, dass in fast allen Finanzkrisen, die in der Regel Währungskrisen waren, dass in allen Währungskrisen eine Überbewertung sozusagen um 20-25% ausreicht, um eine Krise loszutreten. Und genau diese Überbewertung hat Südeuropa erreicht. Frankreich hat ein bisschen weniger, hat nur 20%, aber wird früher oder später auch in die Knie gehen müssen. Denn es kann nicht sein, dass ein Land dauernd Marktanteile gewinnt, ein Land dauernd Forderungen gegenüber dem Rest der Welt aufbaut und die anderen dauernd verlieren, permanent, ohne dass es eine Gegenreaktion gibt. Und dann sind es diese verrückten Märkte, die in vieler Hinsicht verrückt sind, die Finanzmärkte, die das früher oder später tatsächlich merken. Und wenn es die größte Krise aller Zeiten am Finanzmarkt ist. Ja, es war die größte Krise aller Zeiten am Finanzmarkt, die das ausgelöst hat. Warum löst eine solche Krise so eine Überprüfung und eine solche Reaktion aus? Nun, aus einfachen Gründen, weil jeder Teilnehmer am Finanzmarkt in einer solchen Krise alle seine Assets genau noch einmal anschaut und sagt, sind die wirklich so werthaltig, wie ich mir das denke? Und dann stellt er eben fest, nein, ich habe da viele griechische Staatsanleihen, die sind vielleicht nicht genauso viel wert wie die deutschen. Und warum sind sie nicht so viel wert? Nicht, weil die Griechen geschludert haben in den letzten 15 Jahren, sondern weil sie ein riesen Außenhandelsdefizit haben und auf Dauer damit nicht überleben können. Und das ist der Punkt, wo wir sind. Und deswegen kann man die Euro-Krise nur lösen, indem wir begreifen, dass wir nicht über den Handel Wettbewerbsvorteile erringen können, ohne dass es früher oder später die anderen Handelspartner das Gleiche machen müssen, aber dabei ihre Wirtschaften zerstören, wie wir gerade gehört haben, oder aus der Währungsunion aussteigen müssen und abwerten. Aus der Währungsunion aussteigen und abwerten ist zwar technisch sehr viel schwieriger, aber ist am Ende viel einfacher, weil man nicht seine Binnenkonjunktur zerstören muss. Man denkt ja dann nur seine Löhne im Außenhandel und nicht wie
Manche Ausdrücke sind ja unglaublich, ne? Dass man es interne Abwertung bei interner Abwertung. Interne Abwertung nennen das Leute wie Herr Regling und so. Interne Abwertung. Das klingt dann so, ja, wir müssen das nur machen, dann ist es genau das Gleiche wie externe Abwertung. Ist ein bisschen anstrengender vielleicht oder so. Nein, es geht nicht. Weil bei der echten Abwertung wertet man seine Löhne im Vergleich zum Ausland ab, aber der Binnenmarkt kann nach Abzug der höheren Importpreise aber weitgehend intakt bleiben. Während man bei der internen Abwertung erst seinen Binnenmarkt zerstört. Das kann übrigens Irland vielleicht tun. Aber Irland kann es tun, weil es einen Exportanteil am Bruttosozialprodukt von 105% hat. Aber wenn ich einen Exportanteil von 25% wie in den südeuropäischen Ländern habe, dann kann ich es genau nicht tun. Auch das ist eine ganz einfache Unterscheidung. Und damit kommen wir schon zu der zentralen Schlussfolgerung. Jedenfalls, was die Gesamtwirtschaft, ich will da noch einen Moment drauf verwenden, etwas über die Mikrostrukturen am Arbeitsmarkt zu sagen. Was die Makrostrukturen betrifft, ist also die Neoklassik sozusagen vom Kopf auf die Füße zu stellen. Oder besser die Neoklassik zu vergessen und vernünftige Lehren zu diskutieren. Nämlich welche, bei denen die Löhne eingepasst sind in einen wirtschaftlichen Ablauf und man diesen Ablauf analysiert und sich fragt, ob dann die Lohnsenkung einen positiven oder einen negativen Impuls hat. Und wenn man diese Sequenz, diesen Ablauf betrachtet, wird man immer zu dem Ergebnis kommen, dass es einen negativen Impuls hat und dass die positiven Effekte, die man sich erhofft hat, niemals eintreten. Weil die ganze Substitutionsphilosophie, die gibt es ja alles nicht mehr, wenn über die Lohnsenkung schon vorher eine Rezession produziert wird und eine massive Unterauslastung der Kapazitäten. Der Arbeitsmarkt ist also kein Kartoffelmarkt. Und er ist kein Kartoffelmarkt aus dem einfachen Grund, aus dem formalen Grund, dass am Arbeitsmarkt sind Angebot und Nachfrage nicht unabhängig voneinander. Am Kartoffelmarkt kann man das annehmen, hat man die meiste Zeit recht, dass Angebot und Nachfrage unabhängig voneinander sind. Am Arbeitsmarkt ist das immer falsch. Das haben so kluge Leute wie Alfred Marshall und Josef Schumpeter schon vor 100 Jahren gewusst, aber wir haben es leider vergessen. Der Arbeitsmarkt ist kein Kartoffelmarkt. Und jede Analyse, die den Arbeitsmarkt als Kartoffelmarkt betrachtet oder behandelt, analysiert, als sei ein Kartoffelmarkt, ist von vornherein in meinen Augen falsch und kann beiseite gelegt werden. Und deswegen müssen wir wirklich eine neue Ökonomik oder Ökonomie erfinden, bei der Arbeitsmarkt angemessen betrachtet wird. Nämlich in einer Reaktion mit Reaktionsfunktionen, die diesem Ablauf der Dinge entsprechen und die am Ende dafür sorgen, dass so etwas passieren kann, dass nämlich Arbeitslosigkeit entstehen kann, ohne dass jemals die Löhne gestiegen sind, oder das Umgekehrte passieren kann, dass die Arbeitslosigkeit steigt, weil die Löhne sinken. Ich will aber noch ein Wort, weil mir das auch wichtig erscheint, sagen zur Mikroökonomik des Arbeitsmarktes. Auch da gibt es ja jetzt wieder die gleichen Tendenzen wie schon damals in der Job Study der OECD 1994, 95. Da hat man gesagt, der Arbeitsmarkt muss auch individualisiert werden. In dem Sinne, dass jeder Arbeiter sozusagen seinen Vertrag aushandelt und es keine Flächentarifverträge mehr gibt. Flächentarifverträge waren ja das Schlimmste überhaupt. Aber auch das ist ein unglaublicher Irrtum. Der Flächentarif sozusagen sollte eigentlich der Normalfall in einer funktionierenden Marktwirtschaft sein und nicht der Extremfall oder nicht der pathologische Fall. Flexibilisierung bis hin zur Individualisierung von Verträgen, das ist der pathologische Fall. Und warum? Nun wieder aus einem ganz einfachen Grund. Weil Flexibilisierung heißt, dem Arbeitsmarkt sozusagen dem Belieben des einzelnen Unternehmens zu unterstellen. Die Machtverhältnisse mögen mal so und mal so sein, aber wenn es Unternehmen gelingen kann, über Lohnsenkung, über individuelle Lohnsenkung in ihrem Betrieb, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie in Hintertux irgendwo eine Fabrik haben, wo die Leute nicht mobil sind und nicht abwandern wollen und können, aus welchen Gründen auch immer, wenn es dem Unternehmer gelingt, über Lohnsenkung seine Produktion zu erhalten und seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, dann ist etwas faul im Staat Dänemark. Das darf nicht passieren.
Und das ist natürlich die Folge, wenn ich dauernd Arbeitslosigkeit habe, dann gibt es natürlich auch diesen individuellen Druck auf das Unternehmen, auf die Arbeitnehmer von den Unternehmen. Und dem haben ja auch rot-grüne Regierungen, um es klar zu sagen, nachgegeben, indem sie den Flächentarifvertrag durchlöchert haben wie einen Schweizer Käse. Oder dafür gesorgt haben, dass die Gewerkschaften ihn nicht mehr aufrechterhalten konnten. Aber der Flächentarifvertrag ist das wichtigste Instrument, um überhaupt die entscheidende Funktionsweise einer Marktwirtschaft hervorzubringen, nämlich den Wettbewerb um Produktivität. Der Wettbewerb der Unternehmen ist nämlich nicht Wettbewerb darum, wer am besten ist im Erpressen seiner Arbeitnehmer. Der Wettbewerb der Unternehmen kann nur ein vernünftiger Wettbewerb sein, wenn es ein Wettbewerb darum ist, wer ist der Beste im Schaffen von Produktivität. Das ist schumpeterianische Ökonomie. Das setzt aber voraus, dass der Unternehmer sich konzentriert auf den Wettbewerb um die Produktivität, setzt aber voraus, dass er den Preis als Preis der Arbeit im Markt so zu nehmen hat, wie er ist und nicht herunterhandeln darf. Und das schafft man auf zwei Wege. Das schafft man neoklassisch, dadurch, dass man sagt, hohe Mobilität ist das Ideal, aber selbst das funktioniert nicht, wie man in den USA sieht. Aber es mag über hohe Mobilität funktionieren. Wenn aber die Mobilität nicht gegeben ist, gibt es einen funktionales Äquivalent, wie die Soziologen sagen. Man kann etwas anderes an diese Stelle setzen und das hatten wir in Deutschland mal. Und das hieß eben Flächentarifvertrag. Das war eine zentralisierte Lohnverhandlung mit einem Flächentarifvertrag, die dafür sorgt, dass der Wettbewerb der Unternehmen sich auf die Produktivität konzentriert und nicht auf die Senkung der Löhne. Und dieses Äquivalent haben wir kaputt gemacht. Wir haben es nicht durch Mobilität ersetzt, sondern zum Teil jedenfalls. Leiharbeiter waren jedenfalls keine Lösung dafür. Sondern das war wieder der Einstieg in die Lohnsenkung, um den Wettbewerb um Lohnsenkung, aber nicht um Produktivität. Und das war genau der falsche Weg. Und deswegen muss der Staat dafür sorgen, dass es einen Wettbewerb um Produktivität gibt. Denn Wettbewerb an sich ist ja nichts Gutes. Ne? Wenn ein riesen dicker Mann und ein riesen kleiner Mann miteinander Wettbewerb treiben, indem sie in einen Boxring gehen und der Dicke den Kleinen immer niederschlägt, ist ja kein Wettbewerb, hat nichts mit Wettbewerb zu tun. Ja, da braucht man einen Staat, der sagt, es dürfen sich nur welche an die Backe hauen, die das gleiche Gewicht haben, wenigstens. Dann kommen wir vielleicht auf den Kern des Wettbewerbs. Ich brauche also Regeln, ich brauche staatliche Regeln, die dafür sorgen, dass die Unternehmen auf die Kernfunktion, auf den Kern des Wettbewerbs zurückgeworfen werden, sozusagen. Und das ist die Produktivität und sonst nichts. Auf die Kernkompetenz des Unternehmens ist die Schaffung von Produktivität. Und da soll der Wettbewerb stattfinden und deswegen darf es gerade keinen Wettbewerb am Arbeitsmarkt geben. Und der Wettbewerb am Arbeitsmarkt muss weitgehend ausgeschaltet werden, indem der Unternehmer für jede Qualifikation, die Qualifikationen verdienen natürlich unterschiedlich, für jede Qualifikation, aber im Prinzip das Gleiche zahlen muss wie sein Konkurrent. Denn wenn er nicht das Gleiche zahlt wie sein Konkurrent, gibt es schon keinen Wettbewerb um Produktivität mehr. Das ist der zweite Punkt, wo der Staat massiv eingreifen muss, um überhaupt den Arbeitsmarkt funktionsfähig zu machen. Und der erste ist der, wo der Staat dafür sorgen muss, dass, ich habe noch nicht gesagt, was man tun muss, um diese makroökonomische Funktionsweise herzustellen. Und es gibt zwei Wege wieder. Es gibt den einen Weg, dass der Staat, sobald die Arbeitslosigkeit steigt, wie hier jetzt seit 2008, so massiv eingreift mit fiskalischen oder geldpolitischen Mitteln, dass die Arbeitslosigkeit sofort wieder sinkt. Was funktionieren kann oder nicht. Diesmal hat es nicht funktioniert. Warum? Ich habe es erklärt, weil wir in einer Welt von Diminished Expectations leben. Und dieser Welt der Diminished Expectations gibt es eben nicht so ein automatisches Wiedererwachen der Konjunktur. Ne? Alle guten Ökonomen, die 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben, sind groß geworden damit, dass man sagt, ja, Rezessionen gibt es immer wieder, da gibt es Rezessionen. Und dann nach 3 Quartalen geht es wieder aufwärts, weil die Leute wieder Mut fassen, die Unternehmer und die Haushalte, und dann wird es schon wieder laufen. Ja, es ist falsch. Im Zeitalter der Diminished Expectations gibt es das nicht mehr. Da gibt es das nicht mehr, sondern da stagniert die Wirtschaft dann einfach. Und dann muss der Staat, um die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft zu erhalten, nämlich dafür zu sorgen, dass der Druck von den Arbeitnehmern weggenommen wird, dass die Arbeiter genau nicht gezwungen sind, sich selbst in den Markt zurückzupreisen, wie die OECD das 1994 genannt hat, not to price themselves back into the market.
Nein, das ist genau falsch. Sie dürfen sich nicht, man muss verhindern, dass sie sich selbst zurück in den Markt preisen, weil sie dann nämlich in einen unsinnigen Wettbewerb um niedrigere Löhne eintreten, der am Ende vollkommen unproduktiv ist und nur dann zu einem guten Ergebnis führen kann, wenn das Land seine Nachbarn ausnutzt. Was aber nicht die Regel ist. Oder verschenkt, genau. Verschenken kann man auch. Aber, und das Zweite ist, ich wiederhole es nochmal, das ist der Erste, da muss der Staat dafür sorgen, dass das nicht passiert. Er kann also schnell eingreifen, konjunkturpolitisch, er kann sofort reagieren, aber es funktioniert irgendwann nicht mehr. Ja, was machen wir jetzt? Was machen die USA, was macht jetzt Herr Romney oder Herr Obama, je nachdem wer gewählt wird, in 3 Monaten? Was machen sie, um ihre Konjunktur zu beleben? Hat jemand eine Idee? Geldpolitik ist tot, ausgereizt. Durch Quantitative Easing kann man den Zins auf Staatsanleihen noch von 1,8 oder wo er jetzt ist, auf 1,1 senken oder auf 0,8 oder auf 0,2. Nur nach allem, was wir wissen, wird es die Konjunktur nicht beleben. Schön für den Staat, aber wird die Konjunktur nicht beleben. Man könnte vielleicht ein riesiges Fiskalpaket schnüren, um die Wirtschaft zu beleben, aber das ist ja verboten, das darf man nicht. Schulden sind ja ganz böse. Wir haben ja nicht verstanden, dass Schulden das Gegenteil, Gegenstück zu sparen ist. Herr Oetsch sitzt da vorne, der sagt immer, der andere Österreicher, richtig, Herr Kötzl, sagt immer, ich soll das den Erhaltungssatz der Ökonomie nennen oder der Finanzierung. Ja, Schulden, was sind Schulden? Wenn der Staat gerne Schulden machen darf, dann müssen wir jetzt, nach Richard Koo, müssen wir die Privaten zum Schuldenmachen bringen. Entweder die Haushalte machen Schulden, aber die haben diminished expectations, warum sollten die sich noch verschulden? Die werden verrückt. Ja, oder die Unternehmen machen Schulden. Ja, wer macht Schulden? Irgendeiner muss Schulden machen. Wie kriegen wir die Unternehmen zum Schulden machen? Die müssen nicht nur Schulden machen, die müssen auch investieren. Das heißt, wir müssen Geld wegnehmen, weil sie ja Sparer sind. Die meisten Unternehmen in der Welt sind inzwischen Netto-Sparer. Die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld, auch in Deutschland. Sind die Unternehmen Netto-Sparer, also die tragen Geld zur Bank. Das müssen wir ihnen alles wegnehmen. Das ist die kleine Übung, die wir vor uns haben, ne? Muss man sich so vorstellen. Wir müssen ihnen das Geld wegnehmen und sagen, das Geld gehört euch nicht, das kriegt ihr jetzt abgenommen, wir erhöhen die Steuern, wir erhöhen die Löhne. Und dann müsst ihr aber investieren. Wenn wir euch das Geld abgenommen haben, müsst ihr die Schuldner ja werden, weil das ist ja so kann die Marktwirtschaft ja nur funktionieren. Die Haushalte sparen, die Unternehmen verschulden sich. Wer soll sich sonst verschulden? Der Staat darf ja nicht, der ist ja ganz böse. Ja, macht das mal. Herr Romney sagt, er senkt jetzt die Steuern wieder für die Unternehmen, das ist klar. Die nächste deutsche Regierung wird es sicher auch tun. Ob groß oder klein, werden auch die Steuern. Was sollen sie machen? Wer traut sich denn dem deutschen Volk zu sagen, es muss irgendeiner sich verschulden? Irgendeiner muss Schulden machen, Gottes Willen. Tja, es geht nicht anders. Es ist gegen die Logik. Wenn man sagt, es macht keiner Schulden, dann darf auch keiner sparen. Dann müssen wir den Leuten sagen, ihr dürft da nicht mehr sparen. Schmeißt euer Geld raus, konsumiert alles. Das ist der einzige Weg, wie wir die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen. Ja, es ist gegen die Logik. In Frankfurt am Donnerstag haben 400 Banker Richard Cohen mir gegenüber gesessen. Die haben alle so geguckt. Oh, sowas haben die noch nie gehört, sowas Schreckliches. Das Sparen und Schulden, was miteinander zu tun haben. Ja. Wo sind die Ökonomen, die das den Leuten erklären? Es gibt sie nicht. So, was können wir jetzt noch machen? Jetzt können wir noch eins machen. Jetzt kommt meine zweite Weile. Das war also traditionelle Konjunkturpolitik. Können wir nicht mehr. Ja, was machen wir jetzt noch? Ja, sollen wir die Gewerkschaften zum Jagen tragen oder wie? Löhne erhöhen? Ja, wir sind verloren. Ne? Gerade ist die Marktwirtschaft zu Ende. Gerade hat sie sich in die Sackgasse manövriert und kommt nicht mehr raus. Der andere Weg ist noch, dass der Staat sagt, dass der Staat hingeht und sagt in seiner Weisheit, in seiner gesamtwirtschaftlichen Weisheit, die dann plötzlich als Eingebung von oben kommt, von den alternativen Ökonomen natürlich, eingespeist, eingespritzt oder eingehämmert, wie auch immer. Ja, dass der Staat sagt, ihr müsst die Löhne erhöhen. Ihr Unternehmen, ihr habt es falsch gemacht 10 Jahre lang.
Ihr müsstet die Löhne erhöhen, dann werden die anderen wieder wettbewerbsfähig, wir haben Binnenkonsum, die Wirtschaft kann wieder laufen. Und dann legen wir gleich eine Regel fest. Dann vergesst die Marktwirtschaft, vergesst den Markt und die Macht am Arbeitsmarkt. Wir legen die Regel fest, dass von nun an die Löhne immer steigen. Immer so wie die Produktivität. Wenn die Menschen keine Produktivität mehr produzieren wollen, steigen auch die Löhne nicht mehr. Aber solange alle zusammen, die Arbeiter und die Kapitalisten, die Unternehmer und die Haushalte, alle zusammen Produktivität produzieren, müssen die Löhne steigen. Und zwar real. Und dann machen wir noch ein Inflationsziel obendrauf. Und dann sagen wir so, jetzt haben wir eine neue Form von Marktwirtschaft. Arbeitsmarkt gibt es leider nicht mehr, aber jetzt kann sie endlich wieder funktionieren. Vielen Dank.